Feigen! Ich hab Feigen gezogen! Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benjamin, willkommen zurück auf No Hand Gaming und es ist Zeit für eine neue Folge hier vom. Ihr kennt das Format und ich habe Giuseppe mit eingeladen. Wir haben das schon vor langer Zeit gemacht und es funktioniert ganz einfach. Wir spielen ein Match FIFA gegeneinander. Und bei jedem Tor muss zweimal mit dem Ball geworfen werden. Wir haben verschiedene Zutaten am Start und zwei Treffer sind zwei Zutaten, die gemixt werden und das wird dann getrunken. Lasst einen Daumen da auf dem Video, schreibt in die Kommentare, ob wir es nochmal machen sollen und wenn ja, mit was. Und checkt die Folge bei Bossio aus, dort kommt gleich auch noch eine zweite online. FIFA 21 noch nicht so lange draußen, es läuft nicht gut bei mir. Mein Bestes in der Week League waren 21 Siege, glaube ich. Und wir spielen ein klassisches Spiel. Wollt, haben wir natürlich auch gerne. Wir spielen ein klassisches Spiel. Ich sag mal so, Freunde, wenn dieses Video 10.000 Likes kriegt, vielleicht machen wir es nochmal mit Mystery Ball. Wir bleiben in der Bundesliga und machen Zufallsteam. Das jeder heißt, darf zweimal, dreimal, einmal? Dreimal drücken, wenn du dich aber entscheidest, dreimal drücken. Wenn du dich entscheidest, beim Team zu bleiben, musst du beim Team bleiben und darfst nicht nochmal drücken. Wollen wir wirklich Bundesliga? Lass nicht Bundesliga. Premier League? Lass Bundesliga. Okay, dann ich fange an. Lass gleichzeitig okay. Einfach. Eins, zwei, drei. Gladbach ist... Also ich meine, nochmal Union ist mit einer der schlechten. Nein, Gladbach, schnelle Spieler. Ich drück nochmal, Digga. Eins, zwei, drei. Was? Was? Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Was? Ey, ich drück nochmal, Digga. Ich spiel nicht mit Union jetzt. Digga, Gladbach ist eigentlich... Warte, stopp. Also ich drück jetzt nochmal. Bleibst du oder drückst du? Ich warte. Nein, du musst dich jetzt entscheiden. Ich weiß nicht. Natürlich musst du dich jetzt entscheiden. Nein. Du kannst doch nicht damit abhängig machen, ob was mein Team wird, ob du jetzt bleibst oder nicht. So? Nein, du musst dich jetzt entscheiden, ob du bleibst oder nicht. Das sind die Regeln, die habe ich gerade eben gesagt. Natürlich, wenn man sich entscheidet, muss man bleiben. Komm, ich bleib bei Gladbach. Okay, eins, zwei, drei. Egal, egal. Frankfurt ist gar nicht so scheiße, weil wir haben Jovic vorne am Start. Bevor es losgeht bzw. weitergeht, Boys, ich will noch einen riesen Danke sagen an ViewSonic. Schaut euch diese vier wunderschönen Monitore an, Freunde. Hier kann ich die Videos aufnehmen, Freunde. Hier kann ich immer im SBB diskarden. Hier verliere ich immer. Und hier streame ich auch drauf, Freunde. Das sind so geile Monitore. Die haben mir die Jungs zugeschickt. Seid mal bitte so gut, Freunde. Und checkt deren letzten Insta-Post aus. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt gerade gepostet haben. Und schreibt einfach drunter Hashtag Team Benji. Zeigt immer ein bisschen Liebe, Jungs, dass die uns einfach diese geilen Monitoren zugeschickt haben. Ich weiß es wirklich sehr, sehr zu schätzen, dass es nicht selbstverständlich ist. Mich würde es freuen, Freunde. Der Link zu denen ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung, wer das mal abchecken will. Die sind echt nicht billig, die Monitore. Aber ich sag's euch, wie es ist. Ich habe noch nie so geil PlayStation da drauf gespielt. Vieler von... Mit Schatten des Jahres auch noch. Und die wackeste Kamera des Jahres. Digga, das ist so komisch, wie langsam die sind. Digga, du bist halt echt gut in Form momentan, ne? Das ist echt ein Big Problem. Let's go! Ja, ich bin Leadspieler geworden. Und 1-0, da ist er, der Player. Guck dir das Kombinationsspiel an. A la Bossio. Bossio. Guck. Oh nein. Was ist das erste? Ja, mach. Sag. Nein, mach. Ja. Werf erstmal. Okay. Boah, Digga. Du hast Glück gehabt. Einmal Tonic Water und einmal Feige. Boah, das geht klar, Digga. Oh nein, die Feigenbox. Digga, das ist eine gute Mische. Einfach rein. Sieht halt aus. Ah, original. Digga, ist ein guter Drink. Ist ein guter Drink. Digga, das ist eine Mische, Digga. Das ist ein guter Club-Drink. Das ist echt Glück gehabt. Ist wirklich okay. Kann man mit arbeiten. Ja. Digga, easy, Bro. Das ist easy Mische. Ich schwör, das haben wir gesoffen an meinem Geburtstag. Mit Sprite, Feige mit Sprite. Digga, ich schwör's. Du hast Feige mit Sprite getrunken? Ja. Wirklich? Ja, ich war besoffen. Mach. Digga, das ist wirklich Baba. Das ist wirklich genüsslich. Easy. Geht fit. Ja, geht echt klar. Geht fit, Digga. Geht echt klar. Oh, der war doch dran. Der Zug hat keine Bremse. Oh nein. Oh nein! Keine Bremse! Nein! Das werden alle sagen, das war mit Absicht, das werden alle sagen!
es war mit Absicht. Digga, was hab ich gemacht? Oh mein Gott. Es werden alle sagen, es war mit Absicht. Digga, was bin ich für ein... Okay, Barkeeper Benji ist natürlich mal wieder für Sie parat und wir haben zwei neue Becher hier rausgesucht. So ist ein Fehler ganz einfach. Und Europa. Becher Nummer 1 ist... Shot. Schon wieder... Nee. Oh nein, unsere nächste Magic Box. Und Nummer 2 ist... Feige. Oh, aber es geht auch eigentlich. Digga, Ingwer Shot mit Feige? Ich würde es ja nicht Ingwer, Freunde. Wir haben hier unsere Magic Box. Ach stimmt. Da ist noch einmal... Ingwer Bio Shot drin, da ist einmal ein Rote Beete Shot drin und wir haben einmal ein Ingwer Kurkuma Shot von meinem Partner Lidl. Dann machen wir mal die Augen zu und greifen wir mal rein. Es ist der Ingwer, das ist doch gut. Rote Beete ist wirklich mit Abstand das Ekligste. Wirklich? Coco Biscuit. Okay, let's go! Mein Gott, Digga. Alkohol mit Ingwer-Shot, ist das Ach, es geht, weil Ingwer sau stark sein würde, ja, und es gar nicht so schlimm schmecken würde. Ja, ich will lieber den Alkohol. Genau, so eine Kokosrotze, Digga. Hat es irgendeine Detox-Spiel kommen? Ist es gut für die Haut oder so? Kann ich mir das auf die Eichel spielen? Willst du da größer? Ja, mir ist jetzt schon schlecht, ne? Oh mein Gott, ist das ruppig, Digga. Oh mein Gott. Ist das eklig. Da würde ich auch eine Tonic-Mische nehmen. Ich nehme das Tor so dankend an. Digga, riech mal. Riecht voll nach Kokos. Geht eigentlich, Digga, finde ich. Sieht halt echt eklig aus. Die Frage ist... Boah, guck mal, wie sich das absetzt. Ja, soll ich das jetzt direkt... Digga, da ich nochmal kurz. Das sieht schon widerlich aus, ne? Komm, soll ich das direkt Augen weg zu und durch, Digga, ohne Nase. Oder soll ich erst probieren? Das ist jetzt die Sache, Digga. Wenn du es probierst, kann es halt sein, dass du danach komplett deinen Magen zumacht. Oh mein Gott, Digga, das ist widerlich. So schlimm? Digga, was ist das? Alles gut. Digga, das ist so widerlich. Boah, Digga, mein Magen hat sich gerade komplett umgedreht, gell? Boah, Digga, das ist komplett verschwunden. Scheiße. Ach, stabiler Rücken, Digga. Ah, Digga, als hätte ich gerade... ein Kokosding. Irgendwie! Boah. Nein! Oh. Schicken. Digga. Ja, ja! Oh mein Gott, wie unverdient, Digga! Was krieg ich hier für Gegentore, Digga? Am besten in den Becher. Oh, okay. Ich hab so Angst. Okay. Ihr wollt Bossio nicht als euren Bierpong-Partner haben. Ich bin kein Bierpong. Numero uno ist Maggi. Numero dos ist Feige. Maggi mit Feige. Hauptsache nicht das Kokos, Digga. Originalfeige haben wir am Start. Einmal Numero uno. Apfelsaft mit Maracuja oder so. Oder Cola. Das ist auch eklig. Nein, mit dem Alkohol, Soßen. Was ist mit uns? Und mein Lieblingsgewürz des deutschen Otto-Normalverbrauchers, Maggi, mal mit ein paar Tropfen rein. Das muss schon reichen, das ist so stark, das reicht. Oh, das ist Digga, oh, jetzt, Digga, das ist doch... Das, Digga, wir haben 12 Uhr und ich bin am Saufen! Riech mal dran! Riech mal dran! Warte. Das riecht wie ein Shot Ei! Digga, das kann doch nicht sein, Mann! Do it for the clicks. In die Mitte. Zur Titte, zum Sack, zack, zack. Ich hab noch nie so einen lustigen Blick gerade gesehen. Digga. Oh, halt's Maul, schon wieder so ein Drecksding oder was jetzt, wo die nicht wegschießen. Thomas! Ja! Let's go! Bitte kriegst du auch mal mit mir, damit du weißt, wie toll ich es immer mit Chipotle oder sowas. Was ist es? Sag's doch laut! Wir haben einmal Bier,
Ja, oh, das ist gut, das feier ich, zeig mal. Mit einem schönen Shot? Ingwer-Shot. Hier mit Ingwer. Ja. Boah, ich glaube, das halte ich aus. Ich glaube, mein Magen ist nach dem letzten B960 wieder so durchgedreht. Oh, was raus, komm. Bitte keine rote Beete, keine rote Beete, keine rote Beete. Ja, keine rote Beete. Deine Zäpfle, Digga, ist gut, Digga. Damit kann ich arbeiten. Schönes Bierchen. Boah, das ist schon räudig, Digga. Das ist schon richtig räudig. Boah, ist das viel, Bro. Ist das viel? Dein letzter Shot war die Hälfte davon. Das ist Bier. Ja, und dein letztes war auch. Was war das? Muss ich es komplett trinken, das ist schon viel. Ja, mein Ingwer-Shot und Dings war auch so viel. Ingwer-Shot mit Feigling. Vielleicht ein bisschen weniger, so ein kleiner Stück. Digga, es geht eigentlich. Wie so ein Ingwer-Bier. Das riecht wie ein Radler. Savas, Sanas, nee, wie sagen die Deutschen? Schulz, nee. Sauf. Ich glaube, es geht, weil Bier ist angenehm. Der ist so unangenehm. Schmeckt sogar gar nicht so schlecht, Digga. Weil man schmeckt das Bier gar nicht. Man Ingwer mit, schmeckt wie Dingsbums, Digga. Ja? Ingwer mit Radler. Schmeckt gut. Digga, du hast zwei Nice, ich habe zwei Räudige. Was soll denn die Scheiße? Ganz egal, da muss ich halt mehr Tore machen, ganz einfach. Ach, lass uns abdrücken, Digga. Digga, mein Bass muss mal reinkommen hier. Nein, nein, ja, nein, ja, nein, ja. Nein. Ja! Let's go! Ich dachte, der Torwart hat ihn, Digga. Ich dachte, der Torwart hat ihn. Ich dachte, der Torwart hat ihn. Der Digga, der hätte ihn doch haben müssen eigentlich. Komm schon, Baby. Ich hab bitte was richtig Freudiges, was richtig Kuppiges. Was richtig Kuppiges. Eine schöne Fischsauce. Oh, in der Mitte war, glaube ich, nie was Gutes bisher. Schöne, Digga, bitte keine Fischsoße. Keine Fischsoße. Bitte keine Fischsoße. Schöne, ruppige Fischsoße. Das ist das Ekligste, was geht. Eine schöne, ruppige Fischsoße. Einmal Tonic mit Sojasauce. Das ist schon sehr räudig, Digga. Einmal unser gutes Tonic. Und eine schöne Sojasauce. Machst du schon, wenn ich auf Sprung. Stopp! Tschüss! Wie viel? Oh mein Gott, ich hab so wenig Maggi bei dir reingemacht, Digga, wie viel das war! Ja, so ist es geil. Du, mir so ist doch geil. Ich werd so kotzen, Digga, ich werd so kotzen. Ey, ich bin ehrlich, ich will's nicht verharmlosen. Ich freue mich gerade, weil ich will, dass du auch mal ein bisschen was eklig hast. Du wurdest zweimal verschont vom lieben Gott. Hier, Bruder, Digga, die Kacke. Du kannst so gut, Digga. Runter mit. Digga, meine ganze Rotze liegt jetzt hier auf der. Liegt doch im Tuch oder so. Ich tu mal meine Rotze weg. Egal, jetzt kommt Bass rein, Digga. Ja, jetzt reicht ja 3, 2, 5, 5. Drinks, Digga, reicht, oder, Benji? Boah, Digga, ich hatte Angst, dass er weg ist. Wäre ein guter Schuss, gell? Halt's Maul. Oh. 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 Ja! Let's go! Komm, Benji! Woo! Digga, wieder die Mitte. Oh nein. Oh nein, einfach den Mittelkörper. Was ist es? Einmal Maggi. Maggi mit Fischsoße wäre die ultimative Bestrafung. Na? Mit? Stopp. Wir haben nur noch rote Beete, mein Freund. Ah, ich hol's schon mal raus, mein Freund. Ein schöner rote Beete-Shot mit Maggi. Boah, Digga, es ist so. Ich hab's einmal getrunken. Es war reich. Du hast gesagt, wir müssen ein Statement setzen. Setz ein Statement, Digga, mit Maggi rote Beete. Digga, hat er weggesteckt wie ein Mann. Aber ist schon ruppig im Magen dann, ne? Vor allem, wenn du gleich anfängst aufzustoßen und dann dieser Maggi-Geschmack kommt. Aber du bist ein Maggi-Fan, Digga. Digga, rote Beete ist einfach nur bar. Hoch. Ja, oh, Sommer! Nein, komm schon, Ecke. Pfeift ab, oder? Let's go, pfeif ab, Schiri. GG, Digga, GG. Alter, war das freundlich. Oh mein Gott. Ey, also 6 Tore, wen wollten ihr verarschen, Digga? Chat, wer hier meint, irgendwie was sei irgendwie, wir würden langsam machen, dann wäre das ein 2-1. Ne, jeder würde vielleicht eins oder zwei Dinger trinken.
sag's euch, wie es ist, es lief nicht wie geplant. Sag aber, ich dir ganz ehrlich, Chat. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir das vielleicht nochmal machen sollten. Wir machen bei Boss jetzt eh noch die zweite Episode. Vielleicht auch mit einfachen Sachen. Apfelsaft, Bananensaft, Orangensaft. Wenn ihr neu seid, abonniert und checkt die zweite Folge aus. Haut rein, Leute. Tschüss.